herzlich willkommen, meine werten Motorsportfreunde, zum zweiten zum dritten Rennwochenende der Formel 2 Fernsehliga. Ja, nach Portugal und Bahrain sind wir jetzt hier in Österreich. Ihr seht oben, wir haben wie in der F3, das war ja vor ein paar Stunden die Qualifikation, haben wir 17 Minuten für Q1 und haben wir sogar schon den ersten, der rausgeht. Das ist. Schauen wir auch mal, wer es ist. Ich habe gerade den Fahrer gar nicht im Kopf. Rinus VK war das. So, dann haben wir in Prima ein HWA mit Marta Garcia und Theo Pocher. Da haben wir dann Luca Giotto. Also, ihr seht, wir haben hier gleich schon ordentlich Bewegung auf dem Parcours. Natürlich sind die Fahrzeuge hier alle natürlich mit recht wenig Benzin unterwegs. Hoffentlich gehen sie auch wieder in die Box. Das war jetzt Logan Sargent. Da haben wir einen Carlin mit... Na, wo haben wir ihn denn? Ach, da, Juri Wips war das. Juri Wips. Da haben wir einen ART mit Liam Lawson. Liam Lawson, der ja WM-Führer ist, obwohl er noch gar kein Rennen gewonnen hat. Das ist auch das Kuriose. Liam Lawson ist halt WM-Führer, obwohl er kein Rennen gewonnen hat. Er hat zwar im letzten Rennen eine Pole geholt, hat aber, glaube ich, in den ersten beiden Rennwochenenden, glaube ich, sogar, nee, im ersten Rennwochenende bei beiden Rennen die schnellsten Runden gefahren. Das sind plus 4 Punkte auf jeden Fall schon mal. Die Pole im letzten Rennen sind nochmal plus 4 Punkte. Und ihr seht, wir haben hier ganz, ganz viele Leute auf der Strecke mittlerweile unterwegs. Und ja, dementsprechend, obwohl er nur zweimal Zweiter geworden ist, aber er hat auch an sich noch neben den Ergebnissen von Piastri. Piastri hat zum Beispiel zweimal gewonnen, ist aber nur Zweiter in der WM. Das ist auch solche kuriose Sache. Eben halt, das ist eben halt das, was es interessant macht eigentlich hier, dieses System so. Und wir hatten ja, wo haben wir ihn denn? Ach, ich finde ihn gerade wieder nicht. Rinus VK, wo haben wir ihn denn? Rinus VK. Ach, der ganz oben ist er. Ich habe ihn gerade verzweifelt gesucht. So, Rinus VK ist ja der Erste auf einer Runde. Dahinter haben wir Theo Pocher und Marta Garcia direkt. Und alle drei haben freie Fahrt, definitiv. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So, sind aber natürlich auch die Ersten auf der Strecke hier. Müssen wir natürlich mal schauen, wie lange sie draußen bleiben und ob es noch einen zweiten Run gibt bei ihnen. Die Formel 3 sind da doch ziemlich lange draußen gewesen. 34,2 im ersten Sektor von Rinus VK, eine 33,9 von Theo Pocher. Marta Garcia fährt eine 34,3, ist also hinter Rinus VK ein Stücken zurück. So, dann haben wir nochmal 34,3 von Logan Sargent, eine 34,2 von Luca Giotto. Juri Wirth fährt eine 34,1 im ersten Sektor, also kann ein Ticken zurück. Auch Rinus VK im Mittelsektor auch nochmal 14. langsamer als Theo Pocher. Also Theo Pocher wird, glaube ich, hier eine richtig gute Zeit hinlegen. Direkt am Anfang mal. Was sind wir allgemein für Zeiten hier? 1,20,6. Theo Pocher fährt eine 1,19,7. Marta Garcia ist die nächste. Fährt eine 1,21. Luca Giotto ist der nächste. Fährt hier eine 1,20,2. Logan Sargent ist, glaube ich, dann nochmal schneller. Aber Liam Lawson, der ist, glaube ich, richtig flott unterwegs. Sehe ich hier gerade Logan Sargent. Dahinter haben wir eben gerade Juri Wips. Logan Sargent geht erstmal auf die 3. Liam Lawson ist jetzt der nächste. Juri Wips auf die 3. Und Liam Lawson fährt die schnellste Runde. Und was für eine 19,2. So, Jack Aitken ist hier einer der nächsten. Ich versuche natürlich irgendwie alle hinzukriegen. Dahinter haben wir, glaube ich, mal Theo Nannini, wenn ich das richtig sehe. So, jetzt hat sich irgendjemand auf jeden Fall Jack Aitken auf die 7. So, genau. Für alle, die sich vielleicht wundern, Nannini ist der Nächste gewesen und auf der 10. Falls sich einige wundern, Jack Aitken hat Richard Verschoor hier schon ersetzt. Richard Verschoor konnte nicht mit Leistung glänzen. Markus Armstrong geht vor auf die 3. Ja, ich sehe das, das ist das Problem, man sieht das immer nicht, wer so nach vorne geht. Chadwick kommt jetzt hier auf Platz 10 über die Linie. So, haben wir hier nochmal Verbesserungen. Ah, Theo Pocher kommt sogar schon wieder in die Box. Also, bloß eine geteilte Runde geht anscheinend und dann sind die Tanks hier leer. So, Sheldon van der Linde ist der Nächste, aber Kyle Kirkwood fährt nochmal schneller, ist im ersten Sektor... Ein Ticken hinter Giotto, glaube ich, verbessert sich jetzt nochmal hier. Ja, vorne Lawson, das ist eben halt schon eine Marke von der Zeit her. Und ja, Kyle Kirkwood sieht sogar ganz gut aus. Shane van Linde verliert ein bisschen. Ja,
hat den Mittelsektor richtig verloren und das könnte jetzt eben halt das Glück sogar vielleicht für Kirkwood sein. Nein! Da kommt er auf den Curb und ja, uiuiuiui, Kirkwood, was machst du denn da? Ui, ist das... Da verhaut er es auf dem Curb. Ja, und haut jetzt sogar sich fast hier nochmal weg. Kyle Kirkwood versaut sich die gute Runde, die wahrscheinlich zu den Top 10 geführt hat. Und hier die beiden Uralkali, oder Hightech-Fahrer, wie man auch gerne nennen möchte. Dan tickt dem Fett vor auf die 3, hat den Windschatten vom Teamkollegen vermutlich mal genommen. Sandelli ist selbst auf die 9 jetzt vorgefahren. Ja, Kirkwood eben halt mit den Dreher aktuell nur auf der 16 dadurch. So ein Tierpuscher ist einer der wenigen gewesen, der sofort wieder in die Box gegangen ist nach ein paar Runden. So wie es aussieht. Na gut, Rinus VK ist jetzt auch in der Box. Philipp Drugovic wäre der nächste. Erster Sektor ist ja recht weit schon weg mit 3,5 Zehnteln. Im zweiten sieht es wieder ganz gut aus. Also der zweite Sektor sieht weitaus besser aus als der erste Sektor, finde ich. Obwohl der zweite Sektor, ja gut, der zweite Sektor ist natürlich ein bisschen, ein Ticken kürzer als der erste. Und wie sieht es im letzten Sektor aus? Wo schiebt sich Philippe Drugovic hin? Auf die 7! Schiebt sich vor auf die 7. Und das ist auf jeden Fall eine gute Zeit. Christian Lundgaard hier im Charu Racing. Ah, und jetzt sind die meisten auch schon wieder in der Box. So wie es aussieht. Das seht ihr natürlich auch links. Kirkwood ist zum Beispiel jetzt auch in die Box gekommen nach seinem Dreher. Also der Curb, da haben wir schon in der Formel 1 gesehen, birgt seine, ja, seine Gefahren hier. Und das scheint auch bei der Formel 2 der Fall zu sein. Ich bin mal gespannt, ob wir da alle so halbwegs durchkommen durch das Rennen. Oder ob es da auch einige Dreher gibt wie in der Formel 1. Auf jeden Fall, Lundgaard ist jetzt hier der Erste, der unterwegs ist. Und nicht der Erste. Aber jetzt aktuell zumindest von den Leuten, die noch keine Zeit gefahren sind, jetzt der Erste. Oscar Piastri ist auch noch draußen. Gian Daruvala ist draußen. So, und erster Sektor sieht gut aus für Christian Lundgaard. 23 Townsville plus in der Lawson. Das sieht man gerne. Dass es nicht nur einen Fahrer gibt, der da vorne fahren kann. Aber natürlich muss man vielleicht auch dazu sagen, wenn Lawson jetzt nochmal rausfährt, dann sieht es vielleicht auch wieder anders aus. Auf jeden Fall Lundgaard Zeit. Erster Sektor sieht gut aus. Und wie sieht es im zweiten Sektor aus? Auch gut. Nur 18.000 zurück. Das könnte also in die Startreihe 1 gehen. Da haben wir noch die Spuren von Kirkwood. Hoffentlich fährt er nochmal raus und kann sich verbessern. Wie sieht jetzt der letzte Sektor von Christian Lundgaard aus? Es ist... Ja, Platz 2 für ihn. 0,16 Sekunden hinter. So, Piastri ist der schon unterwegs? Ja, Daruvala kommt jetzt erst. Also, Piastri ist unterwegs, hat davor einen Prima. Das ist Theo Pocher, der ist schon wieder draußen auf seinem nächsten Run. So, jetzt ist die natürlich die Frage, steht der Prima im Weg oder hat er vielleicht sogar Piastri Glück? Das ist die nächste Frage. Erster Sektor, 2 Zehntel. Ah, der Prima lässt ihn sogar vorbei. Ui, da kommt der Prima fast sogar nochmal und räumt ihn ab. Ui, und jetzt dreht sich der Prima weg. Also, könnte durchaus tückisch werden hier im Rennen, so wie bei der Formel 1. Mittelsektor, aha, Piastri nicht sehr gut. Daruvala kommt jetzt als nächstes dahinter. Wie sieht es bei dem aus? Oscar Piastri hat eben halt sehr viel verloren. Könnte vielleicht trotzdem noch für die Top 10 ausreichen. Schauen wir mal. Ja, geht erstmal auf die 9, Piastri. Aber Daruvala um einiges besser. Der hat ein schlechtes Portugal-Wochenende gehabt. Und wie sieht es jetzt hier aus für ihn? Vor auf die 4, Daruvala. 20.000 hinter Pocher. Das ist ja einer, der jetzt hier zumindest auf seine Runde geht. Schauen wir mal, ob er vielleicht sogar sich verbessern kann. Oder ob er jetzt durch seine Runde, die er jetzt hier gerade fährt, eher Probleme hat.
Warten noch immer auf Schwarzmann und Günther. Die sind noch keine Runde bis jetzt gefahren. Haben aber noch 7 Minuten. So, wie sieht's aus? Theo Puscheni, erster Sektor, ist er fast 6 Zehntel schon hinter der Spitze. Und das ist natürlich kein guter zweiter Run für den Franzosen. Er hat sich natürlich da weggedreht und das kostet vielleicht auch unter Umständen mal eben halt ein bisschen Reifen. Mal schauen, wie es jetzt im zweiten Sektor aussieht, ob er sich da vielleicht nochmal verbessern kann. Zeitlich gesehen. Ja, fährt eine absolute Bestzeit im zweiten Sektor. Ja, aktuell ist er ja, 4 Zehntel zurück. Er müsste jetzt nochmal sich um nochmal eine gesamte Zehnte im letzten Sektor verbessern, damit es nach vorne geht. Nein, aber muss er durch das Abbremsen wahrscheinlich durch den Kollegen davor ihm da, ich glaube, das war Piastri, würde ich mal fast sagen. Nee. Piastri war es gar nicht. Der ist nämlich jetzt hier unterwegs und hat Verkehr vor der Nase. Ja. Das wird definitiv keine Verbesserung. So, Sargent. Gehe ich jetzt erstmal davon aus. Also. Erster Sektor. Nein, 6 Zehntel zurück. Das wird definitiv nichts mehr. Mata Garcia ist allerdings nochmal auf eine Verbesserung jetzt unterwegs. Erster Sektor sind 4 Zehntel. Aktuell die Spanierin auf Platz 17 unterwegs. Noch vor Matteo Nannini und Roy Nissany und Kyle Kirkwood. Kirkwood, auf den wir noch warten aktuell mit seinem zweiten Run. Zweiter Sektor sieht auch gut aus von Mata Garcia. Auch definitiv noch eine Verbesserung. Aktuell ist sie 1,8 Sekunden hinter der Spitze. Jetzt mit den Zeiten befindet sie ungefähr knapp eine Sekunde dahinter. Und schiebt sich jetzt erstmal vor auf die 14, die Spanierin. So, Logan Sargent ist der Nächste. Erster Sektor sieht ganz gut aus. 3 Zehntel ist auf jeden Fall eine persönliche Verbesserung. Wie sieht es aus im zweiten Sektor? Theo Pocher ist jetzt auch schon wieder in der Box. Zweiter Sektor, ja, gute Zwischenzeiten von Logan Sargent. Er hat da richtig gute Ergebnisse auch in Portugal geholt. Kann vielleicht MP Motorsport hier wieder mit Punkte rechnen durch Logan Sargent. Und die Reise geht wohin für ihn? Es ist Platz 6. Logan Sargent geht vor auf die 6. Das ist eine richtig gute Zeit. Madag ist hier sogar nochmal auf Verbesserung unterwegs. Matteo Nannini ist auch nochmal unterwegs auf eine Verbesserung. Erster Sektor finde ich aber jetzt nicht gerade sehr schnell, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist er mir doch ein bisschen zu weit weg. So, Mata Garcia, kommt sie jetzt in die Box oder bleibt... Ja, Mittelsektor sieht nicht gut aus, kommt auch in die Box. So, Matteo Nannini verbessert sich nochmal, ist jetzt aber 1,1 Sekunden hinter der Spitze. Wird sich wahrscheinlich, ja, ich denke mal, Platz 16, 17 einbefinden, mit Glück, würde ich jetzt sagen. Aber ich glaube, weiter geht es nicht wirklich nach vorne für ihn. Schauen wir mal, Platz 16. Habe ich ja ganz gut geschätzt. Hat sogar am Ende noch Jamie Chadwick eben halt verschoben. So, Schädenfalle Linde dahinter wäre jetzt eben halt einer der Nächsten, der jetzt unterwegs ist. Hat vielleicht hier sogar noch das Glück des Tüchtigen durch den Windschatten. Jamie Chadwick ist ja auf der 17, also direkt davor. Das ist eine Uni-Virtuosity natürlich, ja. Ein bisschen, nachdem es eigentlich beim ersten Rennwochenende richtig gut lief für Jamie Chadwick, kam in Portugal so ein bisschen die Ernüchterung. Schellenfalle Linde hat zwar ein ganz gutes Rennen abgeliefert, kann man sagen, aber... jetzt hier so wirklich scheint es auch noch nicht so zu laufen für Uni Virtuosi. Markus Armstrong ist auch nochmal auf einer Verbesserung unterwegs. Und der ist um einige schneller. So, Robert Schwarzmann ist mittlerweile auch draußen. Max Günther leider noch nicht. Doch, jetzt ist er rausgegangen. Max Günther ist jetzt draußen, wird also wahrscheinlich noch definitiv noch seine Runden fahren können. Und wie sieht es jetzt aus für Markus Armstrong? Ah, und auf jeden Fall Nannini kann zum Beispiel noch eine Runde fahren. Interessant. Sheldon van der Linde, kann er sich verbessern zeitlich? Er geht vor auf die 16, verschiebt Nannini jetzt wieder zurück auf die 17.
Und ich hatte jetzt gerade Marcus Armstrong ja gesehen. Der war eine richtig. Ja, der ist richtig gut unterwegs und schiebt sich vor auf die 3. Gute Zeiten jetzt hier. So, und Rinus VK ist hier unterwegs. Logan Sargent ist. Ah, im Mittelsektor verliert er sehr viel. Kann aber wohl auch mehrere Runden fahren. Interessant. So, Rinus VK. Was fährt der Niederländer jetzt hier für eine Zeit? Erster sah nicht gut aus. Wie sieht es im zweiten auch nicht gut? Ah, das wird nicht gut genug sein. Das wird. Ah, das reicht aktuell im Zeit nicht wirklich, um sich nach vorne zu schieben. Mal schauen, ob er sich vielleicht zeitlich nochmal verbessert. Aber von den Zeiten her, 7/10, ja. Könnte sich vielleicht nach vorne schieben. Nein, verbessert sich nicht. So, Roy Nissany gehört aber zu den Leuten, die sich jetzt hier nochmal verbessern möchten. Das gleiche gilt auch für Sheldon von Lindel, ist sogar auch nochmal Verbesserung unterwegs. Und ich glaube, dahinter haben auch Kyle Kirkwood. So, und Roy Nissany verbessert sich zeitlich nochmal auf die 15. Tickdim ist hier richtig gut unterwegs. Er ist der zweite Sektor nur 8000 dahinter. Und ich glaube, Robert Schwarzmann ist auf absolut der Bestzeit hier unterwegs. Und Tickdim schiebt sich vor auf die 3. Schwarzmann. Oh, im Mittelsektor 1/2 Zehntel. Das ist eine richtig vernünftige und eine ordentliche Zeit. Kann man definitiv so sagen. Wo geht die Reise für ihn hin? Es ist Platz 1. Robert Schwarzmann um 16.000 schlägt er aktuell Liam Lawson. So, Luca Giotto ist hier auch nochmal. Und der Weg sieht sektorenmäßig auch ganz gut aus. Wo geht die Reise für ihn hin? Es ist Platz 4. Luca Giotto geht vor auf die 4. So, Jamie Chadwick ist hier unterwegs, verbessert sich, aber ich glaube, es reicht zeitlich nicht aus. Juri Vips gehört auch nochmal zu den Piloten, die draußen sind, und 12.000 bloß dahinter. Also, das sieht gut aus. Kyle Kirkwood, wo fährt der gerade? Chadwick verbessert sich auf jeden Fall. Kirkwood geht jetzt erst auf seine Runde. Günther ist hier, ist jetzt einer der Ersten noch, der sich verbessern muss. Wo geht die Reise hin? Günther mit seinem ersten Mann nur auf die 15. Juri Vips, ja, im Mittelsektor verliert er recht viel. Also, wir haben jetzt auch noch ein paar Leute, die sich hier verbessern. Juri Vips geht vor auf die 9. Schiebt damit Oscar Piastri auf Platz 10. Drugovic jetzt hier auch nochmal unterwegs, will sich auch nochmal verbessern. Wo geht die Reise für ihn hin? Ich glaube, Lundgaard hat sich jetzt nochmal nach vorne geschoben. Drugovic jetzt auf die 9. Schiebt damit Vips jetzt wieder auf die 10. Zendelli bricht seine Runde ab. Liam Lawson ist zwar jetzt nochmal unterwegs, absolute Bestzeit, Sektor 1 und 2, fährt er die Runde zu Ende? Nein, er fährt sie leider nicht zu Ende. Kirkwood ist fährt, ui, Kirkwood auch nochmal auf Bestzeit, aber fährt die Runde leider nicht zu Ende. Ui, damit wird einer der WM-Aspiranten hier nur von der 22 starten, weil er seinen ersten Run verhauen hat. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Mal schauen, kommt hier nochmal einer über die Linie? Nein, alle fahren sie in die Box. Und damit steht das Ergebnis, glaube ich, fest. Da können wir mal im Teil wirklich mal auf das Ergebnis von der Quali gucken. Also, wir haben Robert Schwarzmann. Er sichert sich die Pool hier vor Liam Lawson um 16.000. Sowohl Lawson als auch Kirkwood waren nochmal unterwegs und hätten sich hier wirklich wahrscheinlich nochmal vorbeischieben können. Denn Tickdim sichert sich Platz 3, gefolgt von Christian Lundgaard auf der 4. Luca Giotto haben wir denn hier auf der 5. Sechster ist Marcus Armstrong. Siebter haben wir Theo Pocher. Auf der 8 haben wir Daruvala. Neunter Philippe Drugovic und 10. Juri Vips. Das sind die ersten 10. Gehen wir nochmal auf die zweite Seite über. Da haben wir nämlich auf der 11 haben wir Oscar Piastri, also auch einer der WM-Führenden, oder zumindest einer der Leute, der natürlich in der WM vorne ist, Oscar Piastri auf der 2. Nur auf der 11. Aber Kyle Kirkwood ist ja auch dahinter und der startet nur von ganz hinten. Logan Sargeant auf der 12, Rinus VK auf der 13, Jack Aitken auf der 14. 15 ist Max Günther, 16 ist Liam Zendelli, 17 Roy Nissany. Sheldon van der Linde auf der 18, Marta Garcia auf der 19, schlägt die Kollegin Jamie Chadwick. Und hinten auf der letzten Seite haben wir dann Matteo Nannini und
Michael Kirkwood. Ja, das war's jetzt hier zumindest von der Qualifikation aus Österreich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder zum ersten Rennen, hier dem Hauptrennen. 30 Minuten geht es dann hier um den Kurs und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.